Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal zu Let's Play FIFA 20, dem Karrieremodus. Ja, heute geht's gegen den ersten FC Kaiserslautern an. Die sind aktuell Tabellensechster. Wir sind noch Zweiter, wenn wir heute gewinnen, wären wir aber auch Tabellenführer. Ja, sagen wir, legen dann einfach mal los, gucken uns mal kurz die Mannschaft an. Ist alles noch im grünen Bereich. Wenn man sich mal Gasch und Fejzić anguckt, großer Altersunterschied. Ja. So. Ich würde sagen, wir legen dann jetzt los mit dem Spiel gegen Kaiserslautern. Ich vergesse jedes Mal was. Ach man, ist das ehrlich. Diese Balkontür. Ja. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Hattet ein schönes Wochenende. Morgen müssen ja die meisten wieder arbeiten gehen. Ich zum Beispiel. Ja. Aber ich denke mal, viele von euch werden auch morgen arbeiten müssen. Oh, das war gar nicht so schön. Wir legen jetzt am besten los mit dem Spiel. Zu Hause gegen den ersten FCK. No. 48 Tore haben wir schon. Meisten in der Liga. Tore können die. Die Tabellenführer sind noch. Ja, wahrscheinlich auch. Vielleicht auch bleiben, das weiß man halt nicht. Nur auf Platz 5 mit dem treffsicheresten Team. Ja. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Oh, das war kein Foul. Wir sind sicher und fair. Aber verlieren auch schon wieder den Ball. Ja, es sind spielende 2 zu 1 für uns. Es gibt erstmal Abschluss. Ja. Schade, dass das Wochenende vorbei ist, ey. Aber ich weiß nicht, ob ich heute noch einen Stream mache. Ich glaube eher nicht. Deswegen kommt ja heute auch das Video raus. Ja. Unter der Woche bringe ich ja die FIFA-Videos. Und am Wochenende würde ich dann GTA 5 streamen. Das würde so ab nächste Woche losgehen. Vielleicht mache ich auch Freitag schon einen GTA-Stream. Das entscheide ich dann noch. Ja. Wir nutzen den Ball. Jetzt haben wir erstmal einen Freistoß. Oh. Und wir verlieren den Ball. Ich habe nur nachgeguckt, ob mein Headset an ist. Gab es ja auch schon, dass ich das vergessen habe. Bis dann zu spät gemerkt habe. Boah, Glück gehabt, ey. Was für eine Chance, ey. Schon, dass ich so gebrüllt habe. Oh. Gestern hatte ich auch einen Stream gehabt mit GTA. Schade, dass ihr nicht da wart. Keine Zuschauer gehabt gestern. Aber was ja nicht so halt so tragisch ist, kann man sich halt noch im Nachhinein angucken. Jetzt haben wir die Chance, Puri! Ganz knapp vorbei. Schade. Hätte auch reingehen können. Ja. Gestern haben wir auch gegen den MSV Duisburg gespielt. Ja, mein
Video, das kam echt kurz aus mir raus, Stunde bevor das Stream losging. Ich habe nämlich auch gestern im Video gesagt, ich habe mitbekommen, 16 Uhr geht's los mit dem Stream. Und dann kam das Video erst um 15 Uhr raus. Ich dachte, Alter, ist ja echt kurzfristig. Ja. Ich werde vielleicht auch dann, wie gesagt, wie ich es auch gestern gesagt habe, auch im Stream ein paar Yu-Gi-Oh! Folgen bringen. Also nicht von der Serie, sondern von dem Spiel. Dann auch ein bisschen Let's Playen. Der Sascha, der auch gestern dabei war, der, mit dem werden wir auch ein paar Duelle machen. Ja. Vielleicht Konterchance. Nick Poschütz wird am Trikot gezogen. Nick Poschütz. Poirier 1-0. Jawoll. Und damit wären wir aktuell Tabellenerster. Weil Viktoria Köln ja einen Tag vorher unentschieden gespielt hat. Mit seinem 17. Saisontor erholt langsam Nick Poschütz ein. Er hat der 19. aktuell. Das muss ja nichts heißen. Kierski mit dieser Grütze mit dem Ball ins Aus. Muss man bloß aufpassen. Aber wir können den Ball klären. Die Flanke besser gesagt. Oh, wir verlieren schon wieder den Ball. Ja. Wochenende jetzt insgesamt 10 Stunden gestreamt. Okay, sagen wir 9,5. Freitag 6,5 Stunden, gestern 3. Okay, 10 Stunden stimmt schon, weil gestern haben wir 3,5 und am Freitag haben wir bis 6,5. Ja. Biancardi verliert den Ball. Ja, war auf jeden Fall auch ein schöner Stream gestern, das Wochenende generell. Die Streams. Freitag und Samstag. Ja, GTA Roleplay muss noch warten halt. Weil, wie gesagt, wir wissen nicht, was mit dem einen ist. Ob er jetzt bald mitmachen kann, ja oder nein. Dafür brauchst du auch Online-Mitgliedschaft auf der PlayStation. Ja. Aber wir machen diesen Fehlpass. Nick Poschütz. Poirier verliert aber diesen Ball. Ja. Dieser Ballverlust, der nervt. 2 Minuten gibt es Nachspielzeit. Und wir machen einen Fehlpass. Ja. Und das Halbzeit für 1-0-5er durch Poirier. Ja, Poirier und Poschütz leisten sich echt einen Zweikampf da um die Torjägerkanone. Poschütz mit 19, Poirier mit 17 Toren. Ich finde das echt gut.
zeigt man, der Wille ist da zum Torschießen. Pauschütz hat jetzt schon wieder den Ball. Ich glaube, also ich würde ihn jetzt auch nicht auf die Bank setzen, weil er jetzt nicht trifft. Oh, wir fallen schon mit dem Ball. Das war kein Foul. Oh, Poirier wird gelegt. Aber wohl kein Foul von FCK-Spieler. Ja. Oh, Mann, ey. Warum bin ich heute so müde, ey? Das ist die Frage der Fragen. Oh. Hat er sich gut durchgesetzt. Obwohl wir schönen Sonnenschein haben in Berlin. Vielleicht hätte sie Chance. Biancardi. Nick Poschwitz. Und Grill. Oh. Natürlich diesen Fehlpass. Und wir haben den Einwurf. Wir haben einen schönen Angriff und dann verlieren wir den Ball. Ja. Ach Mann, ey. Oh, schön gehalten von Vasic. Siebenundsechzigste Minute. Warum hält er ihn nicht fest? Warum hat er ihn nicht festgehalten? Lässt ihn einfach nur abklatschen. Er hätte eigentlich festhalten können. Nick Poschwitz, 2-1. Endlich trifft er wieder. Der Nick. Das ist das Saisontor von ihm. Ja. Er ist richtig froh über seinen Treffer. Ich glaube, jetzt hat er 2 Spiele nicht getroffen. Vielleicht sogar 3. 3 gegen 1860 hat er keiner getroffen. Schön abgeblockt von Kieski und wir wechseln jetzt nochmal zum letzten Mal. Nee, ich bring Hanheide für Puri. Wir können ja jetzt mal auf ausgeglichen gehen. Kühlwetter. Ja, das Wetter ist wirklich kühl gerade hier.
Oh. Das könnte eine. Oh, gelb. Oh, Glück gehabt, ey. Da geht Rustikal von hinten rein, ey. Ah, ich wollte eigentlich den Ball spielen, aber nicht den Spieler, ey. Frag mich eh, warum er sich da so aufregt, der Burmeister. Ein Fejzić mit dieser Parade. Ich sag ja immer diese Ballverluste, ey. Die nerven so abartig. Die Chance, Nick Proschütz. Knapp daneben. Wir gehen jetzt wieder auf defensiv. Um die Führung noch über die Zeit zu bringen. Anheide, was für ein Fehler von Lautern. 3-1. Es muss es gewesen sein. Schaut euch das mal an. Lautern kriegt den Ball nicht weg. Torwart guckt, es steht mit dem Rücken zum Ball. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Und Hanheide macht das 3-1. sein zweites Saisontor. Der Mann, der aus der eigenen Jugend kam. Ja, macht das 3-1. Müsste eigentlich auch die Entscheidung sein. Außer Lautern kommt jetzt nochmal ein Tor. Wow. Oh, das war glaube ich abseits. Ist außer. Wir verlieren wieder den Ball. Oh, Chance viel lauter. Viel Wetter, aber der geht daneben und das gibt Abstoß. Aber Proschütz hat das Tore schießen nicht verlernt. Es wäre bestimmt die Nachrichten gekommen, wenn er jetzt heute nicht getroffen hätte. Er trifft nicht mehr. Viertes Spiel ohne Tor. Das Torschießen vergessen oder was? Kennt man ja das Übliche. Aber er hat bewiesen, er kann wieder Tore schießen. Mit seinem Treffer heute. Ja. Nachspielzeit ist auch gleich um. Zwar jetzt, aber die lassen noch vorhin noch den Angriff. Burmeister klettert nach vorne. Schein schießt den Ball weg und das war's. Ja, wir gewinnen 3-1 gegen Lautern. Sind auf einem guten Wege zum Aufstieg in die zweite Liga. Ich bin zufrieden. Aber das 3-1 war immer das schönste Tor, fand ich. Ja, wenn man mit dem Rücken zum Ball steht, ist klar, dass man nichts machen kann. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat in der Situation. Der Lauterer-Keeper. Ach, ich will ihn bald nicht angucken, wahrscheinlich. Ja. Der Würzburger Kickers gewinnt 2-0 gegen Preußen-Münster. Aber das interessiert nicht. Und das interessiert uns nicht, weil wir sind nämlich Tabellenführer. Bitte. Hm.
super Leistung. Wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Danke für diese kurzen Bitte. Ja. Und damit sind wir Erster. Machen wir erstmal Training. Simulieren mal. Aber wir können sogar noch vor dem Spiel noch mal Training machen. Machen wir mal eben. Ja. Und unsere Ziele sind wieder gefährdet. Oh. Was soll ich denn noch alles machen? Ganz ehrlich. Ich beachte das nicht mehr. Ich habe schon so viel gemacht und trotzdem sind meine Ziele gefährdet. Ja. Jetzt geht's erstmal gegen Würzburger Kickers. Oh, wir bleiben sogar Tabellenführer. Sehe ich gerade. Ja. Selbst wenn wir jetzt gegen Würzburger Kickers verlieren. Die Würzburger Kickers sind aktuell 18 auf, stehen auf einem Abstiegsplatz. Okay. Muss aber bekanntlich nichts heißen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Hinspiel ausging. Fünf zu drei gewonnen. Stimmt. Das war ja diese 8-Tore-Challenge. Ja, dann auf ins Rückspiel. Wir können sogar die Tabellenführung jetzt ausbauen. Statt 2 Punkte 5 Punkte jetzt. Auf Viktoria Köln. Kann ja nur besser werden. Ja. Haha. Schöne Chance. Ja, machen wir jetzt weiter. Ja. 5 zu 3, nettes Hinspiel für uns. Natürlich wollen wir heute wieder gewinnen. Das war mal 2 Spieltage hintereinander. Oder 3. Tabellenführer bleiben kann. Na. No. Ich hätte die Chance. Nick Poschütz wird gelegt. Jetzt haben wir vielleicht die Chance. Marcel Bär. Oh.
Aber mir fällt auch gerade ein, im Hinspiel lagen wir ja zwischenzeitlich schon 4:0 vorne. Und dann kamen sie natürlich noch mal ran. Und jetzt machen sie das 1:0. Pfeiffer ist der Torschütze für die Würzburger Kickers. Ja. Oh, passt doch. Und er geht drüber und es gibt Abschluss. Ja. Jedes Mal, wenn wir die Chance haben, die Tabellenführung auszubauen, verlieren wir, weil wir spielen unentschieden. Und jetzt vielleicht die Chance. Und das ist 1:1. Puri. 18. Saisontor. Postschütz sitzt gleich schön durch. Hätte auch selber machen können, aber passt lieber zu Puri rüber und der macht das 1:1. 18. Saisontor von ihm. Ja. Puri holt ihn sich ganz kurz, verliert ihn aber auch wieder und jetzt haben wir ihn kurz wieder gehabt. Becker klärt den Ball nach vorne. Was? Hä? War das etwa ein Spiel oder was? Ja, es war Handspiel. Falsche Ecke, Tor für Würzburger Kickers. Ah. Ich glaube, wir wären auch nicht rangekommen. 10. Saisontor. Ja. Hier haben wir aber einen Eckball. Kiewski. Ganz kurz ausgeführt. Sabea, Proschwitz und Hemmerich. Ja, war wichtig auf jeden Fall, dass er sein Bein hebt. Oh, schade. Ziegerle wäre sonst mit Kopf da gewesen. Fejzic hat den Ball sicher. Oh.
Gap. Oh, mit Gap ist er, glaube ich, sogar gut bedient. In der Situation. Ah, okay, Gap ist doch richtig. Oh, schade. Wir warten ja immer noch auf unser erstes Freischuss-Tor. Was denn? Ja klar, Schiri. Was auch sonst. Freischuss, ja, aber Gelb. Gehen ja beide eigentlich zum Ball, also. Ja, naja, wenn der Schiedsrichter entscheidet. Oh, wir haben ihn wieder. Kolianski. Und das war kein Abseits von Nick Proschütz. Oh oh. Scheiße. Richtig. Schmeiß dich auf wie ein sterbender Schwan hin, ey. Aber die erste gelbe Karte, wisst ihr nicht, ob das wirklich nötig war vom Schiedsrichter. Aber jetzt machen wir erstmal den Ausgleich. Geil. Puri, 19. Saisontor für ihn. Schön eingeleitet von Kubliansky, setzt sich, und dann Poré setzt sich schön durch und macht den Ausgleich. Ja, schade, zählt uns Nerik. Oh, oh. Aber es wäre mein Wurf. Ja. Der erste Platzverweis für uns ist erstmal, dass in dieser Saison uns ein Spieler fehlt. Für ein Spiel. Ja. Und das ist der Halbzeit für Zeit steht's. Chancen waren da. Jetzt müssen wir erstmal umstellen, ey. Lieber Kubliansky rausgenommen. Jetzt irgendwie ein Stürmer von vorne. Ja. Kann man ja machen, wenn man hin vorne liegt. Aber jetzt wo es ziemlich ausgeglichen ist. Wow.
Sollte man nicht machen. Oh. Ja. Masse Bär holt in sich. Verlieren den Ball. Und es gibt Abschluss. Wo sind die Tore aus dem Hinspiel? Davon haben wir gerade mal die Hälfte. Wir machen diesen Fehlpass. Oh oh. Was? Was? Hey, Schiri, du machst dich lächerlich, ey. Oh Mann, ey. Komm, den halten wir noch. Nicht. Ah, oh, Schiri, ey. Drei zwei. Oh Mann, ey. Zigarre, der erst vor kurzem aus seiner Verletzungspause wieder kam, ey. Und sieht rot. Das ist ärgerlich. Hier drüber. Und jetzt sind uns zwei wichtige Spieler im nächsten Spiel. Unser Kapitän und unser Abwehrchef. Oh, wohin? Schön, dass ich gerade ein bisschen laut geworden bin, Leute. Aber es geht echt nicht. Zwei mal rot, zwei Elfmeter. Wir können schon wieder nicht die Tabellenführung ausbauen. Und das ist 4 zu 2. Das 4 zu 2, ey. Ja.
Zweimal rot. Das darf doch echt nicht wahr sein, ey. Und da ist das 5:2. Was soll man machen, wenn man nur noch zu 9 ist? Es ist halt echt scheiße gerade. Wir werden als Tabellenführer vom Tabellen 18. vorgefertigt. Vorgeführt, Entschuldigung. Oh. Bei den roten Karten müssen eigentlich. Komm, noch mal rot! Nee, gelb. Wow. Wow, Schiri, du kannst mal gelb zeigen, ey. Mann, ey. Das ist doch so lachhaft von dem Schiri, ey. Und das ist der Anschlusstreffer. 5:3, Nick Poschwitz. Einundzwanzigstes Saisontor. Tor kommt aber zu spät, ey. Das kommt ein bisschen zu spät, leider. Wir haben den Ball sicher. Und das war's. Ach ja. Pfeiffer kriegt den Spielball. Schon viel, ey. Vor allem, es hat so schön angefangen, ey. Und dann verlieren wir doch das Spiel am Ende, ey. Wegen zwei roter Karten, ey. Oh, heute waren sie es wirklich, ey. Danke für dieses Gespräch. Bitte. Ja. Tabellenführung konnten wir leider nicht ausbauen. Und beide Spieler fehlen jetzt ein Spiel. Ja.
geht's gegen KFC Uerdingen. Alles wird erst morgen geben. Ich sag dazu gar nichts mehr. Nein. Dazu kann ich auch nichts mehr sagen. Man tut und tut und tut und was kriegt man? Irgendwann am Ende Rausschmiss. Es ist so ärgerlich. Na. Na gut, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wenn wir jetzt zwei rote Karten kassiert haben. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Vergesst das Abo bitte nicht. Und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Video. Auf diesem Kanal. Zu Let's Play FIFA 20. Dem Karrieremodus. Ciao.